mussten wir für das DFB-Pokalspiel 1. FCM gegen Borussia Dortmund Schulnoten vergeben. Naja, da würde es für die Choreografie der FCM-Fans und die Stimmung die Note 1 mit Sternchen werden. Beim Ergebnis, klar, die 5. 0:5 haben die Drittligakicker gegen den Tabellenführer der ersten Bundesliga verloren. Zeit, die Klatsche zu verarbeiten, gibt es nicht. Das Training startete heute Morgen pünktlich um 11. Die Beine der FCM-Kicker sind heute Morgen noch schwer. Viele Spieler haben nicht so gut geschlafen. Es war schon keine schöne Nacht. Also mit so einer Niederlage und mit dem Ergebnis tut es schon irgendwo weh. Umso mehr freut man sich, dass jetzt wenige Tage bleiben, dass man wieder in den Liga-Alltag starten kann. In der Liga wird er erstmal nicht mehr im Tor stehen. Alexander Bonst, der hat gestern seine Heimpremiere gefeiert. Und schon beim Erwärmen ist der 22-Jährige von der Atmosphäre beeindruckt. Und beim Auflaufen hat er Gänsehaut pur. Und ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe schon gesagt, beim Warmmachen, das war schon ein geiles Gefühl, wo ich hier vor dem Block U mich warm gemacht habe. Da hat es schon ein bisschen gekribbelt. Und dann gerade, wo wir hier eingelaufen sind mit der Choreo, das ist einfach atemberaubend. Das habe ich dann auch kurz genossen. Alexander Brunst spricht es an. Die FCM-Choreografie hat ein internationales Medienecho ausgelöst. Alle tief beeindruckt. Dennoch, und auch das muss gesagt werden, sie ist nicht regelkonform wegen der Bengalos. Das wird dem Verein wahrscheinlich wieder eine Geldstrafe einbringen. Mit den Fans im Rücken läuft es dann auch ordentlich zu Beginn. Erst hilft der Pfosten mit und dann ist Brunst zur Stelle und pariert. Das gibt ein gutes Gefühl für Halbzeit 1. Und das hält lange an, bis zur 40. Minute. Da müssen die Dortmunder verletzungsbedingt wechseln. Castro kommt ins Spiel. Mit der ersten Ballberührung schießt er das 1:0 für den BVB. 42 Minuten sind gespielt. Es ist der erste Gegentreffer überhaupt für Alexander Brunst beim FCM. Das 1:0, das war natürlich ein bisschen bitter. Wenn wir hier mit 0:0 in die Halbzeit gehen, sag ich mal, dann wäre das hier ein richtig heißer Tanz. So, es ist halt 1:0. Gut, haben wir uns viel vorgenommen in der Kabine. Klar, 1:0, da geht immer was. Doch der Champions-League-Teilnehmer zeigt in Halbzeit 2 seine Klasse. 47. Minute, 2:0. Torschütze Alexander Isak. 74. Minute, der Schiedsrichter pfeift Handelfmeter von Schäfer. Jarmolenko schnappt sich die Kugel und verendet zum 3:0. Das Spiel zu diesem Zeitpunkt entschieden. Zwei schwarz-gelbe Tore kommen noch obendrauf. 79. Minute das 4:0 durch Batra und mit dem Abpfiff dann noch das 5:0 durch Kagawa. Für den Torwart ist immer, sage ich jetzt mal einfach, scheiße, 5 Dinger zu bekommen, das ist einfach zu viel. Aber man muss einfach neidlos anerkennen, die Borussen haben das am Ende einfach gut gemacht. Doch auch die Blau-Weißen machen es am Ende noch mal richtig gut und feiern in dieser besonderen Pokalnacht.